Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde, schau mich an. Ja, ich muss dir jetzt so einen Helm machen. Warum, was hast du ein tolles? Schau mich an. Ja, aber ich komme jetzt schon wieder mit der ganzen Kacke hier klar hier, so. Du hast ja Leuchtesachen, wo hast denn die her? Das ist ein Sternenmetallschild und ein Sternenmetallschwert. Gefällt mir nicht. Leuchtet. Mag ich nicht. Ich mag keine Leuchtesachen. Heinrich, was machen wir heute? Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns um Dämonenblut, damit wir einen Kartenraum bauen können. Ja, ich brauche erstmal ein Helmchen und ich brauche erstmal einen neuen Sklaven. Mein Alter ist ja weg. Welcher? Ich habe keine Nashornhaut. Warum ist bei mir alles so beziffert? Scheiße. Du hast kleinen Wurm nicht mehr? Natürlich nicht. Bin doch gestorben. Nein, der ist nicht tot. Ach, der ist jetzt bei uns jetzt hier wieder, oder was? Warte, ich guck gerade auf der Karte, wo er ist. Ich habe ihn mir gerade anzeigen lassen mal. Warte. Muss ich die anderen mal... Also zumindest wird er noch auf der Karte angezeigt. Nee, da. Dass er noch da ist. Ah, ja, kleiner Wurm ist im Norden, an der Grenze zum Dings. Zum Dings. Zum Eisgebiet. Das heißt, wir könnten auch einfach zum Eisgebiet laufen, kleinen Wurm wiederholen und dann holen wir noch Sternmetall. Den Rest habe ich gerade nicht verstanden. Also wir gehen nach Norden, holen einen kleinen Wurm und holen dann auch gleich noch Sternmetall. Oh gut. Warte, dann brauche ich noch Spreng- und Ölpfeile. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist das jetzt schon im Scheiß-Eisgebiet? Nein, nicht ganz im Scheiß-Eisgebiet. Weil dann gehe ich nicht mit. Es ist noch nicht im Eisgebiet. Weil, guck mal, ich habe hier sogar noch Pennersocken an. Noch nicht mal vernünftige Stiefel habe ich. Ich habe von irgend so einem Stadttyp seine benutzten Socken an, quasi. Noch nicht mal richtige Klamotten habe ich. Was fehlt dir denn für deine Klamotten? Erstmal Klamotten. Ich weiß nicht, ich gucke erstmal gerade, was ich hier so bauen kann. Ich hätte gerne so eine stiegische Plündererrüstung, aber die baue ich mir später. Irgendwelche Stiefel. Haben wir nicht noch irgendwas hier? Verdammte Axt. Chitin haben wir bestimmt auch noch rumflattern hier. Unendlich viel. Ja, nehme ich mir. Wo haben wir das denn? Warte, wenn wir ins Eisgebiet gehen, dann nehme ich Schlepper mit. Wo haben wir unendlich viel Chitin? In der Rüstungs... In der Weide. Ah, ja, hier haben wir unendlich. Und dann tausche ich mit Schlepper mal die Klamotten. Habe ich hier erstmal Secondhand-Klamotten so ein bisschen. Bessere Rüstung kann man sich ja nach und nach wieder bauen. Also du brauchst jetzt keine Sätenmaske mehr. Du hast sie schon eine. Ja, Volo. Ich bin jetzt gerade hier als Admin aktiv. Wahrscheinlich ist deswegen sind die Sandalen aktiv oder diese komischen Nummern, die ich vorher nie hinter einem Objekt. Das sind ja Sandalen. Das ist ja Gott, oh Gott. Egal, sollte erstmal reichen. Hast du die akilonischen Sachen oder? Schmack. Weil du solltest ja schon möglichst was nehmen, das dich vor Kälte schützt, ne? Ja, dann kann ich ganz gleich eine neue Rüstung machen. Ich hab gar nichts gegen Kälte. Das habe ich dir schon mal gesagt. Die Rüstung ist weg. Darum habe ich ja gefragt, es ist wirklich im kalten Gebiet.
Nee, also Rittersporn ist noch nicht im kalten Gebiet. Weil wir im kalten Gebiet kann ich mit dieser Rüstung nicht reingehen. Nein, Rittersporn ist nicht im kalten Gebiet. Dann können wir gerne hin, aber wenn es ein kaltes Gebiet ist, bin ich raus. Okay, dann Mission kleiner Wurm retten. Und wie üblich gehen wir los, wenn es dunkel ist, würdest du? Ja, wie üblich draußen. Ich habe zwar noch Kerzen und gereinigtes Wasser. Wofür braucht man gereinigtes Wasser? Zum Beispiel, um Wein herzustellen. Dann packe ich das oben mal in den Schrank. Oh, hier liegen die Rüstungsteile. Egal, ich peile das erstmal an. So. Ich bin hier. Jo, ich auch. Dann erstmal einfach nach Norden. Also in die Richtung des Feuers, das wir da gerade so schön sehen. Shibuya Glitzerschein! Mir fällt gerade auf, wir hätten auch erstmal vorlaufen können. Ja, hätten wir machen können. Wir können ja auch hier Fast Forward machen. Nur wenn du Lust hast, kannst du das gerne machen. So, okay. Ja, wir sind jetzt schon einen guten Weg gelaufen. Tatsächlich haben wir schon den Großteil des Weges zu Rittersport, Kleiner Wurm zurückgelegt. Ich check hier ja alle Nase lang mal die Karte. Damit wir uns nicht verlaufen. Das Pferdchen, das du verloren hast, das ist ja auch mittlerweile zurückgekehrt. Ja. Hm. Hat ein bisschen gedauert wahrscheinlich, der Weg war weit. Ja, ja. Also Plötze lebt. Plötze lebt, Plötze steht bei uns vorm Tor. Hier gab es ja auch noch da diesen einen großen Waldgeist oder was das war. Den müssen wir eigentlich auch nochmal machen. Oh, wir sind schon sehr in Rittersporns Nähe. Rittersporn, kleiner Wurm, sorry. Ja, ich hab schon verstanden, was du meinst. Ein bisschen nach links müssen wir gehen. Da gibt es einen schönen Pass. Ah, das sind doch Leute, sehe ich gerade. Die sind wahrscheinlich nicht sehr nett. Weiß ich nicht, kenne die nicht. Aber wir sind fast da. Oh, Säbelzahnmuschi. Zwei Stück. Drei! Ja, so viel waren damals, die mich gekillt haben, das ist richtig. Ja,
sterbe auch gleich wieder. Ich muss weg. Upsidu. Scheiß Viecher. Oh. Mit Pfeilen arbeiten. Schlepper, du musst überleben. Zu spät. Du Fucker, du. Ich versuche zu Rittersport zu kommen. Kleiner Wurm. Kann man auch nirgendwo. Aua! Fuck, 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 fuck. Kann man sich denn mal hier wo hochretten? Ja, das Problem habe ich hier auch. Ich hätte mich am liebsten auch schon irgendwo verkrochen. Bei drei sind doch schon ganz schön viele. Ich fürchte nur, da wo ich jetzt hochklette, da komme ich nicht hoch. Weil das ist zu hoch. Zwei kämpfen gegen einen Bär. Einer kommt zurück. Hey, du Arschloch. Voll Energie! Haben wir hier keinen, der kaputt war? Verdammt. Ach, da sind sie. Man hier nicht auf Bäume klettern kann, finde ich schade. Hm. Oh, oh. Die kämpfen gegen Bären, ne? Ja, einer ist hier bei mir. Einen könnte man vielleicht zerknacken. Ah, ich habe jetzt hier meine Giftpfeile. Ah. Achtung, er kommt auf dich zu. Ich komm zu dir, wenn ich die Ausrüstung habe. Kletter, du Arsch, kletter hoch. Komm hoch! Kackvogel. Wer hat dir erlaubt abzuhauen? Vor allem drei steht noch da hinten links, der rennt zum Bär. Mhm. Da sind noch drei. Ja. Sollen die mal schön mit dem Bären kämpfen? Wir helfen dem Bär, ja? Ja, der ist allein. Oh, Krankenwagen. Krankenwagen für Schlepper. Keine Pfeile mehr? Nee. Oh, oh, ich glaube, der Bär ist tot. Der Bär nach ist oben, tot. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Der Bär ist tot. Der Bär ist tot. Kletter da hoch. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe... Er ist gleich tot. Juhu! Nummer 1 haben wir. Ein Löwe, ein. Sind die restlichen. Sind da hinten hingelaufen. Richtung Pass oben links wieder. Upsi, schwupsi. Ich will erstmal das Zeug von Schlepper holen. Nee, nee, bei Schlepper sind die hier hingelaufen. Da links siehst du einen. Ah.
Dann lass uns erstmal zu Ritter Kleiner Wurm gehen. Bis gleich. Ja. Der kommt nämlich nur in diese Richtung. Und da ist noch ein Kumpel von ihm. Ein Kumpel sehe ich noch nicht. Ah, jetzt sehe ich den Kumpel. Ah, er steht wohl drauf, in den Arsch geschossen zu werden. Der hat einen Arschfeed. Meinetwegen, stört mich nicht. Tot. Jetzt sollten wir auch gleich den Bär looten. Links ist einer. Links ist einer, der sieht mich nicht. Ich seh ihn. Der geht aber weg. Aber da oben auf dem Berg ist auch einer. Oh, wir sind umzingelt von... Oh, da kam gerade was runter. Ja, das würde ich sagen, war ein Meteorit. Oh, hier wurde auch ein Hirsch gekillt. Was meinst du, so oben Schlepper? Ich versuche jetzt erstmal zu Kleiner Wurm zu kommen. Ich. Kleiner Wurm mache ich, ja. Links ist einer. Und Kleiner Wurm, wo bist du? Ich brauch dich. Oben irgendein Hügel, wo man sie verstecken kann. Theoretisch ja. Und praktisch? Auch. Hey, du Kacksteinbock. Der will dich angreifen. Genau, Ziegenbock, greift den da. Ja, mach mal, ich bin mal kurz AFK. Okay. Okay, wir sind doch noch ein bisschen von Ritter Kleiderbomben entfernt. Ja, das Kindelein ist sehr gerade aufgewacht. Ja, hopp, blöde Mieze. Verpiss dich! Geh weg! So, diesen Pass hoch müsste Kleiner Wurm irgendwie sein. So, wieder da. Also entweder ist Kleiner Wurm den Pass hier hoch oder steht unten irgendwo. Eins von beiden. Dann müsste man den aber sehen, oder? Oh ja, da könnte hier gerade wo wir gehen. Ja. Da könnte hier unten sein, ne? Aber ich sehe ihn nicht. Du gehst mal runter, ich gehe hoch. Da wollte ich nicht klettern. Gab es hier oben Kannibalen oder irgendwas? Keine Ahnung. Also Menschen, meine ich. Hier ist ein großes Lagerfeuer. Kann mich nicht daran irgendwas gesehen haben. Ah, ich sehe Rittersporn. Wie bist du da denn, Kleiner Wurm, wie bist du denn da hingekommen, Junge? Ich sehe hier einen Eisriesen. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Hallo. Das Lager der Verbrannten. Ich habe Kleiner Wurm gefunden. Ich habe eine Höhle gefunden. Der Typ scheint aber nicht aggro zu sein, ne? Siehst du mich überhaupt? Ich habe es gerade so hoch geschafft. Hallo, Kleiner Wurm. Siehst du mich nicht? Kleiner Wurm folgt dir jetzt. Eis? Kohle? Okay. Kannst du behalten. Ein paar Skelette. Und ja, dann kommt man hier weiter. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal dran vorbei. Okay, ich glaube, der ist verbuggt.
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass der mich hier in Ruhe lässt. Ich komme dann wieder runter. Ja, mach mal. Ich gehe mal zum Eingang des Fußes, also des Passes, des Bergpfades, so. Bin da. Gut, also zur Schlepper sollten wir auf jeden Fall noch, weil die hat meine guten Klamotten. Ja, dann müssen wir uns aber den Weg freikämpfen. Mhm. Und ich hoffe mal, dass diese Viecher nicht gespawnt sind. Links ist schon wieder einer. Ja, den habe ich vorhin nicht mehr getötet. Der hat sozusagen die Flucht ergriffen. Oh, hier ist noch ein Bruder. Hast du den gekillt? Nee. Kann ich nee, ich glaube, das war so einer, so ein Deko. Scheiße. Apfel. Du wirst angelockt. Ja, angerufen. Danke. Bitte, ich hab's nur von hinten gesehen. Ich glaube, ich muss mal wieder Verbände machen, weil die lassen einen immer so fies bluten. Ja. Diese Arschloche. So, der ist tot. Gut, kleiner Wurm, die gibt's noch gut. Ich rüste mal vorsichtshalber Heilpfeile aus. So. Also die eine Leiche ist hier weg. Hier war ja ein Tier, was gestorben ist. So, Schlepper ist hier irgendwo in dem Pass gestorben. Noch ein bisschen runter, dann müsste Schlepper sein. Hm. Lag sie nicht direkt hier irgendwo? Eigentlich schon. Ey, ich hatte mir so eine schöne Rüstung mittlerweile gebaut wieder. Oder war die rechts weiter auf so einer Anhöhe? Nee, das war hier in dem Dings, ist sie gestorben. Ey, so schnell können die doch gar nicht weggehen. Da hat man ja keine Chance, seine Sachen wiederzukriegen. Ich hatte mir... Oh. Achtung, Säbelzahntiger von oben. Ich gehe jetzt da an der einen Stelle hin und lock mich da einmal aus, weil da jammert jemand. Ja, ich lock mich aus, komm. Ach, du lockst dich aus, okay. Du hast den kleinen Wurm, ich lock mich hier irgendwo auf den Stein aus. Okay, dann bringe ich kleiner Wurm nach Hause. Hier werden ja keine Gegner kommen. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Von meiner Seite. Genau, ich bin noch da. Schlepper scheint ja irgendwie verschwunden zu sein. Bäh. Falls ihr gleich was hört im Hintergrund, das liegt daran, weil... ja, ein kleiner Wurm weint. Der möchte wohl neue Windeln haben. So, dann laufe ich mal nach Hause. Was ist das denn da? Oh, die sind nicht nett. Toll. Ich hatte so eine schöne Rüstung. Kann ich wieder von vorne mit anfangen. Toll. Kleiner Wurm, bewegt deinen Hintern hierher. Ich habe dich nicht umsonst gerettet. Schlepper ist dafür gestorben.
Oh, nicht in der Dunne doofen kommen mein Viecher. Also irgendwie ist für uns dieser Norden verflucht. Ich weiß auch nicht. Immer wenn wir hier hingehen, läuft das nicht so, wie es soll. Ich glaube, wir sollten echt wirklich einen Kartenraum machen. Dann einmal hier hinrushen. Beziehungsweise Heinrich. Und dann nur noch hierher beamen, wenn wir Sternmetall wollen. Beziehungsweise mal auf dem Dings gehen, weil das ist ja total blöd. Das frustriert einen. Ja, Heinrich hatte jetzt auch nochmal in den Servereinstellungen ein bisschen umgestellt und hat die Servereinstellungen dahingehend geändert, dass wir vielleicht mal eine Säuberung kriegen. Das wollten wir ja schon länger mal ausprobieren. Jetzt haben wir heute nicht so viel geschafft, weil ein kleiner Wurm dazwischen gespielt hat. Aber nun gut, so ist das halt. Gut, ich bin auch immer noch auf dem richtigen Weg. Ja, Schlepper ist jetzt hauptsächlich ärgerlich wegen der Klamotten, weil ich hatte gerade tatsächlich fast meine epische, keine Ahnung, epische, legendäre, keine Ahnung, diese ganz tolle Rüstung im archäologischen Set hatte ich fast vollständig. Da hat eigentlich nur noch der Helm gefehlt. Jetzt ist alles wieder weg. Nerv. Nervig. Also das nächste Mal ganz klar, wir gehen erstmal Dämonenblut holen für den Kartenraum. Dann beamen wir da hoch, damit wir Sternmetall holen, damit wir wirklich schöne Waffen kriegen. Und dann mal gucken. Wir haben ja immer noch da diese Conan-Taverne, die ansteht, und die wollten wir ja noch mal rein. Dann war ja da noch diese Festung mit den Eisriesen, hatte die uns ja auch geschrieben. Was nehme ich hier eigentlich für einen komischen Weg? Ja, das... Und vielleicht kann man ja auch die ein oder andere Aufgabe, die für die in Häkchen Beendigung der Geschichte... für die Beendigung der Geschichte notwendig ist, die kann man ja vielleicht auch mal angehen. Aber irgendwann wollen wir euch ja natürlich auch das Ende zeigen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der ein oder andere von euch das Ende schon längst kennt. So, aber jetzt sind wir ja schon mal an diesem wunderschönen Schwefelsee wieder angelangt. Ach, so eine dämliche Sandwespe. Sandbestie. Whatever Bestie. Blub. Und noch was. Ach Leute, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Mich frustriert, dass Schlepper gestorben ist. Da waren einfach viel zu viele Berglöwen. Schrägstrich Säbelzahnmuschis. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Jetzt kann ich mir wieder eine neue schöne Rüstung machen. Ich frage mich, wieso mache ich mir eigentlich die Mühe, so eine schöne Rüstung zu machen, wenn ich die sowieso wieder verliere? Ist doch doof. Aber die haben bessere Werte. Deswegen ist es schon sinnvoll, die zu haben. Aber ich weiß nicht, haben wir an der falschen Stelle nach Schlepper gesucht? Ich meine, die ist da echt in diesem Pass gestorben. Und warum lag ihr Zeug da so schnell nicht mehr? Also es war ja wirklich unglaublich schnell. Wir haben ja jetzt hier keine
Ewigkeiten gespielt oder so. Auch das letzte Mal sind ja auch unsere Sachen relativ fix weg gewesen. Ne, Heinrich hatte da ja seine Leiche überhaupt nicht mehr markiert gesehen. Das war ja unglaublich schnell, von meinem Gefühl her. Und meine ja auch in der namenlosen Stadt. Das war ja, glaube ich, innerhalb einer Folge. Also keine 45 Minuten, dass wir unsere Leichen nicht mehr gesehen haben. Ich weiß nicht, ob der Heinrich was in den Servereinstellungen geändert hat oder ob da sich was mit dem Update geändert hat. Keine Ahnung. So, immerhin. Rittersporn haben wir zurück. Schlepper ist tot. Narf. So kann's gehen, liebe Leute. Dann brauchen wir wohl eine zweite Schlepper. Wisst ihr was? Dann schaue ich gleich einfach mal, wie lange die Aufnahme schon geht. Und im Zweifelsfall gucke ich einfach, ob wir einen entsprechend besseren Träger kriegen. So, kleiner Wurm, du bleibst hier. Zack, und mir fällt gerade auf, ich mache hier die ganze Zeit Push-to-Talk. Dabei muss ich das gar nicht, weil ihr seht sowieso meinen Bildschirm und seht jetzt sowieso meine Aufnahme. Und wieso mache ich hier Push-to-Talk die ganze Zeit? Das ist doch Banane. Ich kann ja einfach so reden. So. Laden wir hier erstmal ein bisschen was ab. Ein bisschen Fell, weil ich habe gesehen, für verstärktes Leder brauchen wir ein bisschen mehr normales Fell wieder. Nein, nicht das. So. Mach mal. Nehme ich mir wieder ein paar stumpfe Pfeile mit. Zack. Kettenfesseln. Zack. Machen wir das eben so. Mir doch egal. Ach ja, ich wollte ja erstmal schauen, wie lange die Aufnahme noch geht. Moment, ich bin einmal ganz kurz. Ihr seht kurz einen schwarzen Bildschirm. Ach, das geht ja eigentlich schnell. Das geht ja eigentlich schnell. Kleiner Wurm. Jay. Silent Bob. Komm mit. Und selbstverständlich mache ich das wieder, wenn es dunkel ist. Wann auch sonst. Halt, ich nehme ja noch eine Keule mit. Ich überlasse zwar so ein bisschen eher die Drecksarbeit Silent Bob, dafür haben wir ihn ja schließlich. Aber es tut ja nicht weh, wenn man selbst ein bisschen mitkloppen kann, ne? So. Nee. Die kommt dahin. Da kommt ein schönes Schwert hin. So, weil da sind ja auch andere Idioten, ne? So. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist ein besserer Träger als die, die wir hatten. Ich meine, wir hatten ja nur Level 1 Träger. So, und das ist auch wieder der Witz. Den Hinweg, überhaupt kein Problem. Rückweg wird wieder ein Problem werden. Ich sag's euch. Ich kletter hier diesmal gleich hoch. Ist sogar ein weiblicher Träger. In the name of Set, identify yourself. Ja, Silent Bob. Klappe doch mal den Träger da zusammen. Ah, sehr schön. Ist schon.
Ach, wieder Träger 1. Egal. Haben wir eine neue Schlepper. Ich glaube, diesmal finde ich den Rückweg ohne Probleme. Geile Sache. Boah, Silent Bob macht das schon. Er ist ja nicht total Banane. Geil, ich habe den Rückweg auf einmal gefunden. So. Auch wenn das jetzt ein bisschen anders lief als geplant alles. So, zack. Play. Oh, ich dachte gerade, das wäre... Haben wir halt zwei Träger. Zwei neue. Silent Bob, du bist wieder da. Das freut mich sehr zu sehen. Du gehst bitte wieder Richtung Jay. So, ja, sorry Leute, dass die Folge jetzt wieder so blöd war. Also, ich fand es irgendwie ein bisschen blöd, weil es wieder komplett anders lief, als es eigentlich geplant war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, so zu schauen. Ich denke, ich werde Heinrich auf jeden Fall nötigen, dass wir das nächste Mal uns erstmal wieder um Dingens kümmern. Wie heißt es gleich? Dämonenblut, dass wir halt unseren Kartenraum bauen können. Damit war dann, oder wenigstens ich, weil ich glaube, für Heinrich ist langsam der Norden gestorben. Dass wenigstens ich da irgendwie mal in den Norden beame und dann da entsprechend Sternmetall farme. Dass wir dann irgendwie hier endlich mal an der Säuberung arbeiten. Na, also. Gucken wir mal. Also, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstwochenende. Heinrich natürlich auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.